Der Eingang zum Stage Metronom Theater in Oberhausen. Er dient als Gangway zu einer einzigartigen Kreuzfahrt, einer turbulenten Reise nach New York. Ahoi aus Oberhausen von der Premiere von Ich war noch niemals in New York, dem Erfolgsmusical mit den Hits von Udo Jürgens. Es ist die erfolgreichste deutsche Musical-Produktion. Diese Show hat schon über 3 Millionen Zuschauer in ihren Bann gezogen. Also, kommen Sie mit an Bord und schauen Sie gemeinsam mit mir, wer heute alles dabei sein wird. Ich freue mich auf die Lieder, ich freue mich auf ein buntes, tolles, großes Musical und ich freue mich darauf, dass ich vielleicht ein bisschen was mitsingen kann. Ich war wirklich noch niemals in New York, das muss ich unbedingt noch mal nachholen, aber den Song kenne ich, den kenne ich natürlich von A bis Z. Ich habe ihn sogar einmal auf der Bühne selber gesungen und ja, ich freue mich sehr drauf. Wunderschön, wunderschön, und wir haben uns bei Udo Jürgens kennengelernt bei einem Lied. Nein, das ist nicht wahr. Welches Lied war es denn? Ich war noch niemals in New York. Ich ziehe meinen Hut. Also der Mann ist ja kein deutscher Schlagerkünstler. Der ist ja schon ein super Megastar. Und da muss man erst mal hinkommen, was der alles erreicht hat. Ist ja echt spektakulär. Das ist ja toll, wenn man mit singen kann, mit schunkeln kann. Also das mag ich am Musical, die so ein bisschen Stimmung machen. Und das erwarte ich heute eigentlich schon. 17 Jahre blondes Haar, so stand sie vor. Die 20 Hits des Musicals entstammen alle aus einer Feder, Udo Jürgens. Das Musical erzählt zwar nicht seine Lebensgeschichte, ist aber doch sein musikalisches Lebenswerk. Ich weiß, wie nervös die jetzt hinter der Bühne sind. Nervöser als ich. Ich bin jetzt nicht mehr so nervös. Ich weiß, dass das Stück erfolgreich ist. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und dass das ein rauschender Abend wird. Einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Das nehmen sich auch Maria Wartberg und Otto Staudach zu Herzen und bringen mit ihrem Aufbruch zu einer heimlichen Schiffsreise nach New York die Geschichte ins Rollen. Als die Kinder der rüstigen Rentner davon erfahren und die Reise zu verhindern suchen, ist der Trubel perfekt. Aber so ist es nun einmal, wenn mit 66 Jahren das Leben anfängt. Doch die verliebten Senioren erleben nicht die einzige romantische Liebesgeschichte auf dieser Musical-Kreuzfahrt, auch wenn die zweite Romanze noch ein wenig Zeit benötigt. Charlotte und Karim, was für eine gelungene, großartige, wundervolle Premiere. Ganz, ganz toll. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich fand's riesig. Und man hat euch wirklich so den Spaß am Spiel angesehen. Ja, den hatten wir. Ja, den hatten wir heute besonders. Ja. Wie fandet ihr das Publikum heute Abend hier in Oberhausen? Ganz toll, ganz, ganz toll. Also wir sind super dankbar, weil die einfach die Witze haben funktioniert und sie sind am Ende aufgestanden, so wie wir das gehofft haben. Und es war herzlich. Und das Publikum in Oberhausen ist sowieso bis jetzt, toi, 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 eine Bombe. Wirklich. Super. Ja. Ich glaube, dass das Stück auch super hierher passt, ja. Also in den Ruhrpott. Und ich glaube, dass das auch der Humor ist und die Mentalität. Und ich hoffe, dass wir wirklich ganz, ganz viele Leute damit begeistern können. Ich war noch niemals in New York. Das sind fast 3 Stunden beste Musical-Unterhaltung. Und die heiter-romantische Seereise, sie ist ein Garant für einen schwung- und stimmungsvollen Abend für die ganze Familie. Oberhausen zählt zu den besten Vorstellungen, die ich heute von dem Stück gesehen habe. Ist heute hier. Ich habe schon viel gesehen an Musicals, weil meine Frau so eine total begeisterte Musical-Gängerin ist. Und sie nimmt mich immer mit. Und ich muss sagen, das hatte wirklich Weltniveau. Das war wirklich großartig. Man entdeckt jedes Mal was Neues. Und ich kann noch immer davon genießen. Hey, das sind gute Songs. Und das sind die Arrangemente sind super. Ja, ich bin eigentlich ganz stolz. Es war eine super Energie auf der Bühne. Ich fand die Hauptdarsteller sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall sehr viel gelacht. Und fand auch die Emotionen, die rüberkamen, sehr gelungen. Also ich fand es einen tollen Abend. Insgesamt eine hinreißende und mitreißende Inszenierung. Also wirklich, ich war sehr beeindruckt. Vor allen Dingen auch von der Ensembleleistung. Das ist toll. Das sind absolut tolle Tanzszenen da drin. Das war so lustig, wirklich das ganze Theater hat schallend gelacht. Und genau das ist, glaube ich, das Ziel eines Musicals. Die Verquickung mit den Liedern von Udo Jürgens, ab und zu mal wieder so gemacht. Ach, es ist lange her, Kinder. Und das war sehr schön. Sie haben es ja gehört, was für ein großartiges Musical. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, kommen Sie nach Oberhausen, kommen Sie ins Stage Metronom Theater, kommen Sie zu Ich war noch niemals in New York und genießen Sie eine turbulente Kreuzfahrt, die Sie noch lange, lange in Erinnerung behalten werden. Vielleicht sogar für den Rest Ihres Lebens.